Spiel der Woche, Shocking Short Highlights, powered by Motorrad Bögel und von Getränke Benning sowie von Kröner Stärke. Willkommen in schweren Zeiten. Auch der Amateursport steht im Schatten eines gewaltigen Konfliktes, der im Moment vieles in den Hintergrund rücken lässt. Gedenkminute in der Bezirksliga Staffel 12 an einem Nachwuchsspieltag am 26. Februar 2022. Es ist das Ippenbürener Stadtderby zwischen der Ippenbürener Spielvereinigung und Arminia Ippenbüren im Sportpark Ost. Es dauerte bis zur Minute 53, ehe sich die Drückenüberlegenheit des Gastgebers schließlich auch auf das Ergebnis auswirkte. Florian Krasnicki besorgte das längst überfällige Führungstor für die ESV. In Minute 67 hatte Alexander Wübker etwas überraschend den Ausgleich auf den Fuß, doch ESV-Torsteher Sven Hübner reagierte glänzend. 10 Minuten vor dem Ende hatten die ESV-Anhänger dann erneut den Torschrei auf den Lippen, doch der Treffer von David Lindemann wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung durch Referee Stefan Schönfelder nicht gegeben. 3 Minuten später fiel er dann doch noch der zweite Treffer des Tages. Nach Vorarbeit von Sascha Bayer vollendete Julian Büchter aus kurzer Distanz zum 2:0 für die ESV. Das besiegelte zugleich dann auch den Derby-Sieg. Das alles und noch viel mehr ist zu sehen im aktuellen Heimspiel Spiel der Woche.